Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir geben hier jetzt erstmal die kurzen Stämme ab. Also, jedem sein Holz. Das ist wieder so eine Mission, wo ich einfach nur im Strahl quer durch den Raum direkt Brechreiz kriege. Weil die ewig dauert. Also ich habe es mir jetzt echt nochmal angeguckt. Das dauert fürchterlich ewig. Wir müssen wieder alle Fahrzeuge rankarren. Also wir müssen mittlere Stämme nochmal transportieren. Einen langen Stamm müssen wir transportieren. Und jede Menge kurzer Stämme. Was bedeutet, wir werden diese Quest immer mal wieder machen. Ich werde aber jetzt nicht anfangen, 4-5 Folgen am Stück diese eine Aufgabe machen. Das werden wir nicht machen. Das bedeutet, so. Nee, Motor aus. Das bedeutet, wir werden uns Entgleis 2 einmal anschauen. Und dafür müssen wir Schienenabschnitt in die reaktive Zone bringen. Das ist hier. Hier haben wir einen breiten Achsenauflieger. Und wenn ich jetzt nicht falsch liege, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sagt mir, wie man es besser herausfindet. Ist das jetzt ein hoher Sattel oder ein niedriger Sattel, den ich da habe? Ich kann es mir nicht merken. Also ich gehe es jetzt systematisch an. Ich gehe es jetzt systematisch an. Welcher war das jetzt? Der 612 oder 605? Das habe ich schon wieder vergessen. Das war der 605. So. Truckshop. Wenn ich mich recht erinnere, muss ich nicht in Russland sein, um ihn mir angucken zu können. Eine Suche wäre großartig. Aber gut, da bin ich auch mit Sicherheit der Einzige, der sowas braucht. Das ist der Tatra Force, Tatra. 605. Vorschau, Rahmen. Der hat nur die hohe Kupplung. Okay. Ne, es gibt nicht die andere. Also ist das die hohe Kupplung. Okay. Wunderbar. Ist besser als jetzt nur vermutet zu haben, ne? Was uns wieder hierhin befördert. Wir werden jetzt den Mitanhänger mitnehmen. Auf den Anhänger werden wir gleich den Ach Quatsch, für die paar Meter. Nee, wir fahren über die Bahnschienen. Wir werden den nicht mitnehmen. Ich habe kurz überlegt, ob wir den Tiger mitnehmen. Aber das werden wir nicht machen. Das sind ja nur ein paar Meter, das sind 30 Sekunden. Da brauche ich ja länger hier, um das Fahrzeug aufzuladen. Das bringt nichts. Weil hier sind ja die kurzen Stämme. Oder das ist der Tiger hat ja hinten den Rahmenaufsatz für die kurzen Stämme. Und die kurzen Stämme gibt es ja nur dort hinten in der einen Ecke. Was bedeutet, da hätten wir das Fahrzeug jetzt quasi, kann man das so pro forma immer mitnehmen. Ich sage ja eigentlich immer Fahrzeuge stehen lassen. Nur das nächste Mal, wenn wir den brauchen, müssen wir kurze Stämme holen. That's for sure. Also ich dachte mir jetzt, wir fahren da jetzt erstmal eine kleine Runde. Ich bin übrigens noch nie in die Richtung gefahren, den Weg. Fällt mir gerade so ein.
Dann wurde ich gefragt, warum ich den Fem denn gekauft habe. Ich habe doch einen. Ja, ich habe einen. Der stand aber oder steht aber in der reaktiven Zone beladen. Und das letzte Mal mussten wir aus dem Flachland die Ersatzteile holen. Und die Werkstatt war viel näher dran. Dadurch, dass ich ja nicht. Ich wollte über die Bahnschienen fahren, ne? Jetzt habe ich das vergessen. Na gut. Warte mal, bin ich jetzt immer noch. Ach nee. Komm. Das machen wir. Fahren wir hier lang. Und dadurch, dass ich ja nicht die Fahrzeuge einfach zurücksetze, war das deutlich schneller, als den Fem jetzt zu holen aus der reaktiven Zone. Da wäre es sogar vermutlicherweise sinnvoller gewesen, die Ersatzteile aus der reaktiven Zone zu nehmen. Und dann hätte ich auch die Sachen, die auf dem Fem gerade drauf liegen, die hätte ich wegschmeißen müssen. Und ich habe irgendwie so im Gefühl, dass wir die noch brauchen werden. Von daher. Großartig, wir kommen hier nicht. Doch, so. Heute ist aber auch die Lenkung ganz schön träge. Ja, die verändert sich natürlich nicht, das ist mir auch klar, aber es fühlt sich gerade ganz schön träge an. Wo lasse ich den stehen? Oh, die Kupplung. Hihi. Die Kupplung stimmt nicht mehr. Den lassen wir am Bahnhof stehen. Da können wir nämlich gleich die Sachen dann irgendwie mit einem anderen Fahrzeug mitnehmen. Ich weiß nicht, ob der Fem eine Anhängerkupplung hat. Ich glaube nicht, ne? Der ist so hoch. Der hat keine Anhängerkupplung. Also, den werden wir auch zurückgeben. Ich lasse den da jetzt noch so lange, bis sich irgendwie ergibt, dass ich eben irgendeine Lieferung hier aus dem Gebiet in ein anderes Gebiet bringen muss. Und dann können wir den noch einmal benutzen und dann war es das. Also, nicht mein Fall, das Fahrzeug. Aber schön, wenn es da draußen jemanden gibt, der das Fahrzeug mag. So, jetzt müssen wir einmal kurz. Ich mache es mir ganz einfach. Ich stelle den jetzt hier hin. So. Anhänger lösen. Und dann machen wir uns auf den Weg. Jetzt ist Wochenende, Ostern. Mal gucken, was morgen ansteht. Ne, was heißt mal gucken? Morgen gehe ich mit meiner Tochter einmal eine Runde ins Schwimmbad. Da hat ein Vater von einer Spielkollegin von meiner Tochter, der hat gefragt, ob wir da morgen mitfahren. Und meine Frau, die benötigt gerade mal Ruhe. Wir hätten auch das andere Fahrzeug nehmen können, ne? Aber ich lasse den lieber hier und nehme den mit. Es sieht ein bisschen albern aus, der Transport. Aber gut. Okay. So machen wir das trotzdem. Wo müssen wir das denn in die reaktive Zone bringen? Da müssen wir einmal schauen. Stahlträger. Mittelgroße Planken. Hallo, jetzt kann ich es nicht mehr anklicken. Es ist. Manchmal zum Brechen. So.
Mittelgroße Planken haben wir hier. Ah ja, ist auch interessant. Da müssen wir das blockiertes Gleis. Okay, also hier vorne dann links fahren wir rüber über die Bahnschienen entlang. Weil da müssen wir sowieso hier unten runter. Ah, ich weiß nicht, wo wir zuerst beschädigtes Gleis. Ah, perfekt, da müssen wir hin. Na, das passt. Da können wir gleich nochmal auftanken. Nö, ne? Dann gibt's morgen eine Runde im Schwimmbad. Ich meine, die Große oder die Kiddies da, die vergnügen sich da eigentlich in der Regel immer selbst. Und ist natürlich auch schön. Und seitdem ich, ach ja, genau. Hatte ich das erzählt? Meine Firma hatte uns jetzt das ermöglicht, in so eine, ich weiß nicht, wie dieses Genre heißt, aber ich bin jetzt bei Hansefit. Es gibt noch Wellpass, glaube ich, heißt das. Sprich, über die Firma kann man so eine Fitness-Club-Mitgliedschaft abschließen. Aber das ist nicht nur Fitnessstudio, sondern auch ganz, ganz viele andere Dinge. Wie zum Beispiel Schwimmbad. Das heißt, ich muss morgen nichts mehr extra, außer für die Kleine. Das ist leider ein bisschen ärgerlich, dass die mittlerweile auch Kohle kostet. Aber da muss ich nichts bezahlen. Das finde ich eigentlich sehr cool. Und da gibt es noch viele, viele andere Sachen. Sowas wie, ich weiß nicht, ob das zu speziell ist. Moment, muss ich kurz überlegen, wie ich das umschreibe. So eine Art Wellness-Bereich, wo du hingehen kannst und dort kannst du frische, salzige Luft einatmen. So als Lungenbehandlung, weiß nicht, wie man das besser umschreiben soll. Das soll irgendwie gut sein und soll den ganzen Schleim lösen. Also wenn Leute krank sind oder ich weiß nicht, ob man da auch hingehen kann, wenn man wirklich krank ist. Aber die Bakterien mögen das halt nicht, wenn die Luft so salzig ist. Und deswegen ist das sehr gut. Und das kostet normalerweise irgendwie um die 12 Euro eine Session. Und eine Session ist so, ich weiß nicht, halbe Stunde oder sowas, 45 Minuten. Wenn nicht kürzer. Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und da kann ich einmal pro Tag kann ich das machen. Und das ist, finde ich, echt krass. Also ich müsste es natürlich auch machen, damit es sich lohnt, ne? Das gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Bringt ja nichts, wenn man das alles theoretisch machen könnte. Ich kann in jedes Fitnessstudio, was natürlich dieser, wie gesagt, wie nennt man das? Firmen-Fitnessmitgliedschaft dran teilnimmt. Das sind bei mir leider nicht ganz so viele. Es gibt relativ viele Fitnessstudios hier. Aber es gibt nicht so viele, die da bei Hansefit mitmachen. Aber das war auch nicht mein Hauptpunkt, sondern dass diese Wellness-Geschichte, die war ein Hauptgrund, weil die gab es bei Wellpass nicht. Und ja, ich glaube, das Schwimmbad mal gibt es auch über Wellpass, ist auch dabei. Ja. Ja, das finde ich eine sehr coole Sache, wenn Firmen das machen. Und es war auch super strange. Meine Frau hatte das mal über die Firma gehabt. Die haben das dann irgendwann nicht mehr gehabt. Ich verstehe nicht so ganz, warum man sowas dann wieder zurücknimmt, wegnimmt. Keine Ahnung. Ja, weil, ja, das kostet die Firma natürlich Geld. Das ist mir bewusst. 50% zahle ich, 50% zahlt die Firma.
Aber das ist ja schon noch ein Benefit, der wirklich auch was bringt. Also jetzt sowas wie, keine Ahnung, wir haben Kaffee und kostenlos zu trinken. Damit catchst du halt heute niemanden mehr, ne? Und dann war es so gewesen, ja genau, dann war das plötzlich weg und da war meine Frau echt traurig drüber, weil die, auch diese ganzen, das war noch zur Zeit von Corona, da gab es dann diese ganzen Online-Fitnesskurse, ne, was heißt ich, Yoga und hast du nicht gesehen, Aerobic oder sonst irgendetwas. Und das hatte sie eigentlich alles immer gerne mitgemacht. Aber das ging dann nicht. Und dann stand bei uns in der Firma die ganze Zeit das so ein bisschen im Raum. Und mein Chef hatte sich so die ganze Zeit, ich weiß nicht, ich will gerade sagen, er hat sich geweigert. Aber er wollte das halt nicht. Und irgendwann hatten wir mal so, ich habe ja schon öfters erzählt, dass bei uns in der Firma so dieses Dialogprinzip, also richtig kommunizieren und immer, wir sagen dazu auf Augenhöhe mit den Arbeitskollegen sein, immer ein Thema ist und dann haben wir hin und wieder mal so alle, am Anfang hatten wir es mal alle 2 Wochen und mittlerweile ist es irgendwie auch nur jeden Monat und es fällt halt auch mal aus, aber das ist okay. Einfach eine Dialogrunde, was bedeutet, wir setzen uns einfach zusammen. In dem Falle sind es nicht alle, also die Firma ist aufgeteilt zwischen den Software-Part und den Nicht-Software-Part. Und ich komme eigentlich immer bei beiden, werde ich immer eingeladen zu beiden Dialogrunden, weil ich so ein Bindeglied bin. Ich bin kein wirklicher Softwareentwickler, also zumindest so, wie ich jetzt angestellt bin. In meiner Funktion bin ich kein reiner oder wirklicher Softwareentwickler. Habe aber auch ganz engen Kontakt eben zu dem, bei uns heißen die Customer Management. Und deswegen bin ich da immer in diesen zwei Gruppen, zwei Dialogsrunden. Und da gehen alle hin und dann heißt es so, hat irgendjemand was er loswerden will, was er nicht gut findet, wo er findet, das lief nicht toll. Man kann natürlich auch sehr gerne sagen, wenn irgendwas gut lief und gut geklappt hat. Und das wird auch angenommen. Ihr dürft nicht vergessen, wenn der ein oder andere könnte vielleicht jetzt sagen, oh Gott, ey, sowas haben wir auch gehabt und das habe ich immer gehasst. Ich bin mir da nicht sicher, ob ihr das genau so habt, weil wir halt echt seit Jahren dieses Dialogprinzip in alle versucht haben einzufleischen. Und Moment, ich muss mich mal ein bisschen besser hinsetzen. Ich saß noch ein bisschen komisch. Und was trinken? Schlückchen muss ich auch. Moment. So. Und ich habe mittlerweile den Stand, dass ich sage, ich bleibe bei der Firma, weil ich dieses Dialogprinzip so genial finde. Ja, woanders würde ich vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen, hätte vielleicht auch eine verantwortungsvollere Position, die habe ich schon. Die würde ich woanders auch nicht mit mehr Verantwortung kriegen. Aber mit mehr Einfluss vielleicht, mit mehr Macht, wenn man das mal so bezeichnen will. Weil, wisst ihr, was ich meine? Aber all das will ich nicht missen, oder auf all das kann ich verzichten, aber auf das Dialogprinzip nicht. Das ist wirklich Gold wert, weil das steht auch in jedem, es ist echt, ich hab das am Anfang super albern gefunden. Super albern, dass in jedem Raum bei uns im Büro hängen unsere, jetzt muss ich kurz nachzählen, 11, unsere 11 Grundsätze, wo dann drinne steht, wir begegnen uns auf Augenhöhe und so weiter und so fort. Aber ich sag euch, wenn die Leute das verinnerlicht haben, dann nehmen die das, also das ist ein unglaubliches Phänomen. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Da wirst du viel Geld, also als Firma wirst du da viel Geld investieren müssen,
um das zu erreichen. Viele Schulungen und das, um es mit Jan Böhmermann zu sagen, das richtige Mindset musst du haben, ne? So, und dann ist das echt Gold wert. Und diese Runden, ja, die sind halt einfach großartig, dass es das gibt. Hätte ich niemals gedacht. Und ich merke gerade, dass ich vom Hundertsten ins Tausendste gekommen bin, weswegen ich nicht mehr genau weiß, weswegen ich von diesen Sachen erzählt habe. Aber um wenigstens die Story fertig zu erzählen oder fertig zu machen, ich kann das nur irgendwie jedem sagen, empfehlen, das ist Gold wert. Das ist wirklich, wirklich Gold wert, wenn man da so, wenn man alle so an einen Tisch bekommt. Man muss nicht alle, es muss nicht immer jeder die gleiche Meinung haben. Das tun sie lange nicht, aber man merkt schon, dass das was bringt. Für mich ist das auf jeden Fall Gold wert. Aber meine lieben Freunde, das war's von dieser Folge. Ich sage vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, meine Lieben. Ciao, ciao.